Okay. Hast du keine schnellen Aufträge? Ja. Und ich stelle das schon so um, wie mir Mike mir das mal gegeben hat. Kann ich da hinten drehen, Patrick? Ja, du kannst die vorne auch rausfahren. Ja, aber ich komme hier garantiert nicht so rum, oder? Kommst du rum, klar. Ich fahre schon mal ein Stück vor, ja. Delivery of Delipo auf 1 und wo ist dieses Konsol? Patrick, er hatte Probleme, er hat noch nicht mal schnelle Aufträge, der hat den großen Bug drin. Was hat der? Der hat einen Riesenbug drin. Achso, Der das ist hat noch nicht scheiße. mal die Schnellaufträge. Das ist natürlich blöd, ja. Da hilft eigentlich nur noch eins, runterschmeißen, ne, durchziehen oder nicht. Nee, eine Kontrolle irgendwie, ein Kontroll irgendwas umstellen muss er. Ja, das habe ich gestern auch schon 5-mal gemacht und heute auch wie jetzt auch wieder. Und gestern ging es ein Auftrag lang und dann hat es mich irgendwie rausgeschmissen, dann ging gar nichts mehr. Ach, was weiß ich. Ich würde sagen, das klingt mir auch ziemlich aufwendig, ob das auch funktioniert manchmal. So eine Hast du das über Steam geholt? Ich habe zumindest über Steam laufen. Dann machen wir bei Steam Rechtsklick auf das Spiel Habe ich schon. und dann auf Dateien überprüfen. Habe ich schon. Okay. Und das hat auch nichts gebracht. Na, dann kannst du Nein. runternehmen und neu draufziehen. Ja, das kann helfen. Ja, Weil was wenn du denn? das umstellst in eine Kontrolle, musst du das aber auch wieder zurückstellen, ja? Ich weiß. Und dann kam der Fehler wieder, oder was? Ich muss im Offline erstmal den Befehl eingeben. So. Du Jetzt hast starte dich ich dann wieder den. zurückgestellt, bist eine Tour gefahren und dann kam die Fehler wieder, oder was? Ja, komischerweise war es jetzt immer noch auf 1 gestellt, obwohl ich gestern zurückgestellt hatte. Jetzt Da habe ich es hast du die falsch Runden gestartet. gehabt. Kannst, Mike. Ja, sag mir den Sack den Berg. Achso. Berg, jetzt. Und, rollt besser, Mike? Ja. Vorzeitig mal wieder bergauf ging. So, jetzt Dings öffnen. Einfügen und Enter. So, der macht da ja nichts. Kurioserweise. Solltest ja auch speichern, du Affe, und nicht Enter drücken. Bin gerade in Wenn der du das. Konsole und drück gerade den Scheiß da ein. Ja, und wenn du es umgestellt hast, sollst du nicht Enter drücken, dann sollst du das speichern. Was meinst du jetzt mit umgestellt? Ich bin gerade mal in der Konsole. Ja, wenn du das in eine Konsole umgestellt hast. Ach nee, das musst du ja in den Kontroll speichern. Ja, ich habe das jetzt. Mike, Ja? Das ist so ein Ding, ey. Mike, das Bremst, Kuriose. Junge! Warum bremst die Mike, Sau denn das nicht? Kuriose ist ja eigentlich, ich gebe das in die Konsole ein, dann schreibt er das ganz genauso rein, wie ich das eintippe. Aber passieren tut halt nicht, denke ich mal, nicht viel, weil er zeigt mir an, dass irgendwas passiert. Ja, du solltest ja auch, Bleib auf deiner Seite, du Affe. Ja, ich habe einfach meinen Schüler geraucht. Du musst es in das Befehl eingeben. Und dann gehst du da wieder rein, raus. Und dann kannst du irgendwo im Spiel eine Taste drücken und dann geht die Kontrolle, Ja, da bin ich doch schon. ja, und Was da denn musst noch? du das da suchen und da, glaube ich, eine 1 reinmachen Oh anstatt fuck, eine falsche 0. Datei. Nee, dann steht hier. Danach ETS2 im Singleplayer öffnen und folgendes in die Konsole eingeben. E unterstrich Force, bla bla bla, Reset One. So direkt danach stellt ihr den Befehl wieder auf 0. Wichtig. Ja, so, soll ich jetzt wieder rausgehen oder was? Nein, du sollst da noch drin bleiben und den Befehl wieder umstellen. Probier doch einfach mal zwei Ach, Varianten den aus. Befehl soll ich denn wieder auf 0 stellen? Das haben sie aber echt dumm gesagt, ey. Ich weiß, warum er nicht gebremst hat. So, jetzt habe ich das wieder auf 0 gestellt. Direkt danach stellt ihr diesen Befehl wieder auf. Na gut, okay. War jetzt Tempomat auf 104 rein, ja? Ja, ich habe 102. Ich weiß auch, meine nicht gebremst hat gerade. Warum nicht? Ich hab Hm, Gas hat trotzdem gegeben. keine Aufträge. Ja, dann musst du die andere Variante mal ausprobieren. Also das ist jetzt noch neu, guck noch mal rein, wenn ich die installiere und wenn ich installiere, noch mal neu, weil es gibt auf den Zack sowas, ja. Kann ja irgendwo nicht sein. Naja, 500 Kilometer hast du noch Zeit, das auszuprobieren. Hab keine Aufträge. Weil das einfachste ist,
die erste Lösung, was sie drin geschrieben haben mit Schlafen, aber du kannst es ja nicht machen, weil du ja noch nicht mal. Nein, ich hat damals auch geholfen, aber kann ich ja nicht, wie denn? Jens, den Scheiß jetzt hier. Ich hab einen anderen Plan, Muschi. Was denn? Biete die Geld mit Cheat Engine. Ja, dann kann ich mir einen LKW kaufen. No, und dann kannst du schlafen. Aber wie soll ich Geld verlieren? Wir verlieren. Ich muss bei Cheat Engine Geld ändern. Nein, du kannst den kompletten Betrag eingeben, was du vorhin hast. Außerdem kaufst du, was dir einen Vertrag hier. Kredit? No. Ja, stimmt, dann ändert sich ja auch. Hat einer von euch Cheat Engine auf dem Rechner? Weil wenn ich es runterlatsch, bringt mein Virenprogramm im Dreieck bei dem Ding. Ja, dann musst du es runterladen. Wenn mein Virenprogramm im Dreieck springt bei der Scheiße. Ja, dann sagst du ihm einfach, er soll es trotzdem machen. Genau. Ne, dann installiere ich neu, ganz einfach. Weil ich habe ein Programm, das mich davor schützen. Deaktiviere ich das nicht, wenn es mir gerade am meisten Arsch hochreißt. Du brauchst ihm doch nur sagen, dass er es bei dem Programm nicht beachten soll. Ja, wenn dieses Programm. Das aber Programm kannst du auch danach wieder entsorgen, Mann. Du musst es doch nur einmal machen. Kannst du auch von Giga oder von Chip kannst du es da holen, das Cheat Engine. Kriegst du auch von den Seiten. Ich hatte jetzt gerade den Teleskop gerade neu. Und wenn, Welt. Und wenn neu installieren, hast du immer noch das Problem und dann nimmst du Cheat Engine, schon weg dir. Da bleibt mir dann keine andere Wahl, oder? Jo, also hättest du das vorher machen können. Ja, werden wir ja sehen, ob ich es brauche oder nicht. Weil kann ja irgendwo nicht sein, dass es nicht so nicht geht. Wie du siehst, geht es. Ach, Simon ist noch da. Ja, ich mache nur gerade was fertig. Ich werde mal wieder mein GTA ein bisschen erweitern. Ich dachte, dass mich ein Scheiß-Simulator so aufregt, ey. Was ist mit dir los? Du bist auf immer so ruhig. Ja, ich höre euch zu und lasse euch erstmal quatschen. Dann sag doch auch mal was, wenn du eine andere Lösung hast. Hat er ja nicht. Ehrlich gesagt, auch keine Ahnung. Und dann geht schon mal die Alarmsirene los. Frank, wir haben doch mal so Serverprobleme bei GTA, ne? Haben wir? Jetzt sehe ich hier gerade ein Programm bei GameStand High Performance Cloud Server für GTA 5. So. Klingt ja ganz interessant. Oh, kommen wir da in die Tage, der kennt sich damit aus. Ach, siehst du. Nope. Sieh mich eigentlich noch? Ja. So, Patrick hat mir aber die leert. Ich soll ja wohl gerade Stecke was trinken, wa? Jo. Alles, wenn eine Kurve kommt, soll ich lenken oder geradeaus fahren? Geradeaus kommt immer gut. So wie du magst, ja. Würde ich sagen, ne? Ich hab dich nicht gefragt, ich hab dir Klugscheißer gefragt. Ja, wenn eine Kurve kommt, kannst du weiter trinken, weil geradeaus fahren ist immer angesagt. Okay. Fahrt mal ruhig geradeaus, macht mal ruhig Schaden drin. Nee, ich muss ja deine 1 Million noch einholen. Ja, probier mal. Wir können nicht mit 2 Tagen. Und eine Kurve kommt, eine Kurve kommt. Eine Kurve. Und einlenken! Alter, Patrick, was ist mit dir los, Alter? Medikamente. Ja, glaub auch. Jetzt machen die Thrombose-Spritzen. Thrombose-Spritzen?
Thrombose, Pose. Ach, ja, mit Thrombose nicht zu spaßen, meine Mutter hat auch Beckenvenenthrombose, also da... Warte, los, Mike. Diese rote Ampel. Oh nee, jetzt fang nicht so an. Weiter denn hinten drauf, den Vogel. Da war jemand, da konnte ich nicht fahren. Ach, uff. Was ist, wenn das ein Admin ist? Ja, das ist ein Admin, Junge, das ist die Schwester vom Bratmin. Achso, okay. Ja, gib mir schon wieder Gas, das ist ja gut. Mit den Gas kennen wir in Deutschland eh lange Tradition, ne? Ey, Rot! Frank, bremsen! Arsch. Kann mal Mike einer sagen, dass in jeder Farbe ein bisschen Grün mit drin ist, auch in Rot. Oh, da lassen die mich eiskalt stehen hier an der roten Ampel. Ja, richtig so, Junge. Eiskalt! Beide! Du sie da an. Wenn das unser Chef sieht. Er sieht's ja nicht, er legt ja gerade Musik auf. Richtig, richtig. Er hat schon mal ein Foto gepostet bei Instagram. Was die Bar leer ist? Nee, nur eins von seinem Mischpult. Ach, die Bach ist doch da, alles gut. Stimmt. Wer ist da? Wischt man. Die Fleder ist aus meinem Haus. Oh, bremst ab, bremst ab. Wir haben Bahnüberjagd. War das hier die Nadine, Mike, oder? Ja. Ah, alles klar. Also die Mutter. Ich würde sagen, du schießt ja mal extrem doof, ne? Ja, deswegen fall rückwärts. Weil ich hab das probiert hier mal bei ETS. Aber da kommt doch gar kein Zug, Junge. Doch. Oh, Mike, die Schranken sind auch noch oben. Ja, aber das ist rot, das heißt, die gehen gleich runter. Gleich. So, wie ging das jetzt mit der scheiß Cheat Engine? Mike, ich hab dir was gesagt. Ach ja, oben. Wieso musst du jetzt den Mike schon wieder anmaulen? Geht doch alle, Dude, fahrt da einfach weiter. Normalerweise müssten die Schranken eigentlich runter. Jetzt kommt der Zug, wuff! Trailer weg, Junge. Wenn ihr mich an der roten Ampel stehen lässt, lass ich euch einen Bahnübergang stehen. Versteht da wieder? Ganz schön frech für dein Alter, aber. Für sein Aussehen. Das sagt gerade der Richter. Patrick, sei mal ruhig, ich kenne deine Familie, ja? Oh, mein Beileid, Patrick. Ich auch, und weiter? Ja, vor die Schwester hast du Angst. Das ist ja auch mein persönlicher Big Show. Ach, hier ist das. Ja, das ist von die Pippi, der Bruder. Mann, weil dass das deine Schwester ist. Nein. Der hat bestimmt nichts gelacht in seiner Kindheit. Ich jetzt aber was. Ja, wer sonst? Ich hab mir eine Schwester genommen und den in die Wand geworfen, wenn sie was gesagt hat. Das Problem ist, Echo hast du nicht vertragen. Ja, ja, schon klar. Leute, wie ging das jetzt mit der scheiß G-Dengine? YouTube? Nee, ja. Wow. Ja, aus dem Kopf kann ich jetzt auch nicht sagen, wie das ging. Ich will halt nur wissen, wo ich das Geld eingebe. YouTube? Ja, die Videos sind nicht lang, die gehen nur ein paar Minuten. Ungefähr 75 bis 90 Minuten. Hä? Die gehen nicht lang, 75 bis 90 Minuten. Kenn ich irgendwo, ja. So lange sind meistens meine Pornos immer die 100 oder? Ja, die Schwulfilme gehen so lange, ist klar. Ich mein, Frank, dass du dich da wieder öffnen musst, war ja klar, ne? Weil du wolltest aber die ganzen Links haben. Ja, ne? Meinst du, damit kannst du mir jetzt fuppen, oder was? Nö. Steh ich zu. Kakomo. Muschi, jetzt wirklich, guck dir mal ein YouTube-Video an, ich glaub, ich kann das jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen. Ich hab das irgendwie im Januar oder so gemacht bei mir. Ja, upsala. Boah, der kam von Herzen. Der hat sich eher am Magen angehört, statt Herzen. Oder so, ja. Vom Zehnagel unten. Oh, ich mach mal Tempomat rein. Ich fahr 120, Alter, was ist denn hier los? Kann deine Yuppie-Pritsch auch mal schneller fahren, ja? Ja, der ist schon zwei. Ja, schon mal 200 gefahren hier. Vor wie vielen Jahrzehnten? Ja, beim letzten Mal ETS ist er 200 gefahren. Er ist zwar aus der Karte gefallen, aber er ist 200 gefahren. Ja, ein GTA nachher. Ich wollte gerade sagen, der hat noch gar nicht geflappt. Video habe ich in eine Gruppe gepostet, wa? Ach, da war ja Patrick gar nicht drin. Disco Pogo, Alter. Na, was der Patrick, habe ich dir das Video nicht durchschickt, mal? 400? Ja, doch. Wo ich da bist du raus aus der Karte und deine Geschwindigkeit ging immer höher.
Ey, ihr müsst mal abbremsen. So, Patrick, jetzt nochmal. Was? Aus der Karte raus und deine Geschwindigkeit ging immer höher. Ja, Mann. Was denn? Du musst doch hier rum, Alter. Bei GTA nachgemacht. Entschuldigung, Patrick, ich musste bremsen hier. Den kommt auf den Arsch. Ist doch in Ordnung. Ja, und das noch durchlaufen, dann mach ich mich nicht. Morgen werde ich mein GTA Redux wieder bauen. Patrick, bist du morgen oben? Nee. Nee? Okay. Hat geklappt, ich hab's gerade mit 10 Millionen Bill übertrieben, aber es war mir gerade egal. 10 Millionen, Alter, ist ja lachhaft, Alter. Ich hab bei ATS 100 Milliarden. Ja, aber ich will's ja nicht übertreiben. Ich will jetzt einfach so einen scheiß LKW kaufen und Ruhe ist. Was hast du geholt? 10 Millionen? Ja. Naja, kauf dir mal ein bisschen, warte, ist in 2 Minuten da weg. Ja, aber Hauptsache ich hab einen LKW. Kauf mir einen kleinen großen. Naja, geht's ja allzu nicht. Groß kannst du nicht kaufen, weil du kein Level hast. Naja, müsst Level ja noch cheaten. Nein, als Maul, du Affe. Denn ihr steht da, Speed Limiter bei Affe. Als Maul, du Affe. Du doch nicht. Diese verschubt man viel jetzt automatisch. Zum Glück hört das nicht mal die Quatschen. Ich hab vergessen auszuschalten. Warte. Y, ne? Enter. Scheiße. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Können wir mal anhalten ganz kurz? Warum? Ich hab irgendwie mein Chatfenster aufgemacht, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. War wohl eine Ente zu viel, wa? Halt's Maul, Mike. Ich lass rollen. Jetzt haben wir schnell aufgemacht. Alter, wie kann ich denn diese scheiß Fenster wieder zumachen? Ach so geht das, okay, kannst weiterfahren, Mike. Vielleicht war so ein total beklopptes Video für YouTube, ey. Ja, drück mal jetzt die Leute, da geht wie so ein Sonnenschirm hoch, Junge. Das war übrigens V mit dem Quatschen, ja? Ach, schön. Danke. Ente. Mit dem Dicken los, hat er irgendwie Hämorrhoiden im Körper. Ah, der kriegt gerade den Lachanfall, Alter. Gleich heult er. Der spart dir gleich, Jo. Ey, du hast gerade gesprochen im Chat, Frank. Nee, ist doch Patrick. Also, Patrick, welche Tasse wartet jetzt so? X. Ach, X? Hallo? Hallo. Oh, Alter, das war eben doppelt, das war ekelhaft, Alter. Frank, du musst mal fragen nach Ente. Ja, dann muss ich fragen, dass hier auch von vorne wieder kommt. Ente. Nack. Alter, jetzt hörst du das gerade zweimal hier. Jetzt einmal über TS und einmal über den Scheiß spielen. Ich muss mal furzen. Oh, Muschi, was wolltest du? Quatsch, die Leute gerade im Spiel zu, oder was? Nein. Boah, da musst du mal mit Kali fahren, Alter. Ja. Ende. Nee, der kommt immer hier sauer. Toyota mit Mitsubishi. Vorbei. Und Kali drückt die Taste und macht nur Ende. Du könntest mir Kali als Surferer vorstellen. Kali die Ente. Rubber Duck. Ja. Aber im harmlosen Varianten. In deine Scheißkarre da nicht, du Hurensohn. Geht doch, du Zickfeder. Achso, hier muss ich auch Level haben. Also Level haben wir uns nicht entschieden, die haben uns alle erfahren. Ja, das ist klar, aber ich meine, hier muss ich Level haben, um irgendwie was großartig zu reisen. Naja, kannst du erstmal, auf jeden Fall erstmal einen LKW kaufen, egal welches Level du hast. Den habe ich ja jetzt schon. Naja. Hast du Aufträge jetzt? Ja. Das ist das. Du hast eine Jolt? Ganja. Ah. Ganja. Alles unter Verachtet ist Assi. Laut Andreas Schubert. Wer fährt eigentlich hinter mir? Ich. Ausbremsen, rausscharren. Habe ich schon versucht, das funktioniert nicht. Selbst wenn du Emsland drückst. Arschloch. Du bist ein blöder Wichser, Mike, alle ganz ehrlich. Kennst du Mike anders? Wenn wir den irgendwann anhalten, wenn wir jetzt mal das Voice-Ton ausmachen. Erstmal musst du noch Ende sagen. Das Gute ist, wenn irgendjemand reinspricht, hört das noch nicht mal. Das ist da alles, ne? Ja. Level. So, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf euch. 100 Kilometer haben wir noch. 96, du Idiot. Dann mache ich schon mal einen Auftrag in der Zeit, haben wir Offline-Modus. Nee, achso, Offline-Modus. Gar nicht, 90 Kilometer.
Nein, 92. 91. 90. Flugscheißer mag keiner. Maul. So ein Arsch, Alter. Ich hab's gewusst, irgendwas gehört. Patrick, hast du das auch an? Ich hab das an, ja. Patrick denkt sich auch gerade, was für ein behinderter Vogel. Das ist ja doch normal. Was? Das hört er nicht. Er hat's aus, Patrick. Ja, ist doch egal. Kann er sich doch nachher noch im Video ankicken. Ich höre das nicht, ich hab das Voice aus. Naja, und wenn du mein Video hörst, ist doch du Idiot. Stimmt. Oh. Nein, ja, Junge. Das Geile ist ja. Eimer mit Profis. Das Geile ist ja, ich könnte jetzt eigentlich die Taste hier drücken und ich könnte über Mike lassen und der wird es nicht hören. Das ist geil, ne? Natürlich höre ich das. Das jetzt Klugscheißer mag keiner. Halt doch das Maul! Oh, das ist ein Arsch, Alter. What the fuck up? Das war das erste, wo ich das Spiel gekriegt habe, was ich ausgeschaltet habe, Alter, wo ich online gespielt habe. Jetzt wärst du aber fast gerade ausgefahren. Ja. Dann hättest du den Frank gemacht. Ja. Nicht den Fink? Nee, hier ist der Frank, wenn der eine von der Brücke fällt. Und das gibt's auf Video, Alter. Ja. Wie er die Brücke runterknallt ist. Echt? Hättet ihr bis oben mitgefahren, wa? Nee, da war Basti bei. Stimmt. Wo man auf einmal nur meinen Hänger von hinten oben im Himmel sieht. Ja. Frank, fährst du noch eine Runde mit ETS? Ja, aber nicht allzu lange, bitte. Nö. Patrick, du? Ja, ich hin. Wieso muss der Frank ins Bett? Ich hab morgen Frühschicht. Ach du Scheiße, der Frank muss ins Bett. Sonst kann der morgen seine Kunden nicht ordentlich bearbeiten. Die Kunden? Die Unsichtbaren. Ich komm morgen vorbei. Ja, du bist ja kein Kunde, du bist ja schon ein Inventar, Alter. Ja, ist mach Kunde. Machen wir die wieder blöder an, die Spasten von heute. Wieso, was hast du eingestellt, Mike? Nix, Frank hat die angemacht, nicht? Ja, jetzt wird auch. Warte, du meinst hier, Ausweise? Ja. Alter, was bremst du denn hier, Junge? Ey, wir müssen da rum, du Affe. Achso, sag das doch. Ach, Checkpoint. Warte, Frank, warte. So besser? Dann warte, ich hole hier aus. Wir sind im Jackpot. Frank, wir müssen rum! Du bist so ein Arsch, Alter. Ich hab mich so erschrocken gerade. Frank, die Russen kommen rum. Du bist so ein Wichser, Alter. Ganz ehrlich. Ich kann doch nicht mehr fahren, Mann, voll. Und da werden die Kackfresser. Hört sich jetzt so eklig an, wenn du Video hörst? Oh, naja, klar. Oh mein, ich hab mir gerade meine Barthaare in die Nase geschoben, das ist ekelhaft. Jetzt muss ich stehen bleiben. Ich steck mir gerade meine Bauchhaare. Und da vorne musst du sowieso anhalten, Mann. Wie war das jetzt? Erst abkoppeln, dann Auftrag bestätigen oder erst Auftrag bestätigen, dann abkoppeln? Oh, das ist egal. Nein, am besten ist, wenn du erst bestätigst, dann abkoppelst. Okay. Du kannst aber auch erst abgeben und dann bestätigen. Was mit Enter? Was hat sich ausgeendet? Oh, boom, zu weit! Bremst doch mal, du Homo! Ich fahr da mal schon rum. Hast du Brot? Nee, aber Nägel. Sei mal frag, nag dich dein Schnabel auf den Tresen fest. Mit Nägel? Ja, ich lenke. Oh. Jetzt doch mal einen alten Mann, nee. Warum setzt du nicht nochmal zurück vorher? Vor allen Dingen alten Mann. Ich hab die nicht gesehen. So, andere Seite lenken. So, dick mal. Ich war eine Idee, du Blödföhn. Du Ente. Dauert nicht zu lange, bis du fertig bist. Das ist Mike, was erwartest du anderes? Steh noch nicht drin, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für Käse hier schon wieder? Käse? Wo? Ach nee, ich hab's gewusst. Frank muss rückwärts einpacken. Nee. Nein, Frank hat Käse erwähnt und ich liebe Käse.
Mike, wir schenken Frank zu seinem Geburtstag und besuchen der Käserei. Du kannst mich am Arsch lecken. Ich hab grad keine Zeit. Der DJ hat eigentlich leider dicken Frank, wa? Ja, ich hab immer Zeit wie Frank. Frank, steht eigentlich noch die Idee mit Mike seinem Geburtstag? Mit dem Hörgerät? Was, dass du nackt aus dem Sorte springst? Nee. Mike kriegt von Frank und mir so ein Asbach-Uralt-Hörgerät. Oder wenn man eine Taub stellt. Boah, jetzt stehen zwei Räder hinten draußen, Alter. Seid ihr nicht ganz dicht oder was? Frank, ich hab's geschafft. Ach, als Maul. Ich glaub, das ist ja sauber, ey. Nee, also wenn das Einparken bei mir nicht klappt, dann. Was fährst du? Sattel, Zug oder Koffer? Wurde der Auftrag beendet? Wurde der Auftrag beendet? Na klar, drück OK. Frank, fährst du Deichsel oder Sattel? Hänger. Ja, Kofferzug oder Sattelzug? Sattel. Ja, das ist doch leicht mit einem Paar. Ach, halt's Maul, mach den Führerschein erstmal, Mann. Junge, ich bin mit meinem Vater LKW gefahren, das heißt, ich konnte das Ding rückwärts einparken und da war ich 8. Ja, man sieht heute, wie du fährst. Ne, jetzt kann er nicht mehr hören, der ist seit. Boah, warte mal. So, dann sich wir aus dem Spiel raus und starten ein anderes Spiel. Sind da heute flexibel? Wie, was ist denn flexibel? Dein Spielstand wurde automatisch gespeichert. Möchten Sie? Ja, die Mini runter. Kann das ja jetzt hier abbrechen eigentlich, ne? Ey, willst du mich? Da ist es. Wollen die mich verarschen? Nein, nein, die fangen. Wie sieht eigentlich das Programm hier? Welchen Server wollen wir gehen eigentlich? 3, 1, 2? 5. Ich will das Kackspiel nicht spielen, ich spiel jetzt was anderes. Mach halt dein Maul, Mike. Und wenn das nicht geht, gehe ich ins Bett. Zufrieden. Ich war schon kurz davor ins Bett zu gehen, aber diesen Erfolg wollte ich dir jetzt nicht gönnen. Mach mal, das kam mir bekannt vor. Was hast du gesagt? Wohin willst du? 5?